Hallo und herzlich willkommen hier bei New Dynamics. Die direkte Frage, hast du heute schon deine Sporteinheit gemacht? Oder erst doch morgen, übermorgen, nächste Woche? Wir kennen das alle, der innere Schweinehund ist der größte Feind. Wie wir ihn möglicherweise in den Griff bekommen oder sogar eliminiert bekommen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Seid gespannt und bleibt dran. Schön, dass ihr dran geblieben seid, auch wenn es direkt eine fiese Frage war. Ich bin allerdings wirklich gespannt und eigentlich sehr sicher, dass heute viele Sport machen werden. Um aber jetzt eine Hauptfrage euch zu stellen und meinem Experten Norbert, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen und danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Und jetzt kommt auch die Hauptfrage. Ich bin gespannt, wie ihr das kommentieren würdet oder was du sagst, lieber Norbert. Nämlich die große Frage hier in Deutschland. Wir sind irgendwo alle Ernährungsexperten. Du bist der absolute Ernährungsexperte und Figurcoach. 30 Jahre, glaube ich, schon unterwegs. Ja, schon weit über 30 Jahre. Okay. Ja. Die große Frage für mich ist wirklich die, ich habe hier auch viele, die unwahrscheinlich viel über Ernährung Bescheid wissen und auch in Fitnessstudios sind. Aber was fällt mir persönlich auf, vielleicht auch unsere Zuschauer, wir werden trotzdem träge, kräftiger und leben eigentlich ungesund. Wie könntest du das erklären, woran es liegt? Gibt es da eine Zauberformel? Ja, du kannst erstmal, das fällt ja nicht nur dir auf. Es gibt hier beim Robert-Koch-Institut, das wir ja aktuell alle kennen wegen den Corona-Zahlen, die immer veröffentlicht werden, ja. Die halten schon seit Jahrzehnten immer nach, wie viel Übergewichtige wir haben. Wie sich die ganzen Krankheiten entwickeln, also vor allen Dingen Krebserkrankungen, Allergie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Und für mich war so ein einschneidendes Erlebnis, so Ende der 90er Jahre. Da war in einer meiner Ausbildungen mein Professor, der ist zu mir gekommen, hat gesagt, Norbert, wir haben ein kleines Problem. Wir haben aktuell 20% Übergewichtige. Wenn das so weitergeht, werden wir Riesenprobleme bekommen mit diesen ganzen Krankheiten. Also Übergewicht heißt nicht nur, dass ich ein paar Kilo mehr wiege, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ich Diabetes bekomme, ist höher. Krebserkrankungen sind wahrscheinlich, Allergien sowieso, ja. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das geht alles einher damit. Wir waren damals vor 20 Jahren bei 20% Übergewichtigen. Wo sind wir heute? Heute, und ich habe diese Zahlen vor Corona 2019, bei 60%. Wow. Die haben sich verdreifacht, diese Zahlen, die damals schon schlecht waren in der Form. Und das Komische an der ganzen Geschichte ist nur, es redet keiner drüber. Das heißt, das wird einfach so hingenommen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl stehen bleibt, die ist bei Null, die wird immer weiter nach oben gehen. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was ich so im Laufe der Zeit rausgefunden habe. Abnehmen wollen ja viele. Mhm. Die sagen, boah, ich möchte wieder in die alten Sachen reinpassen. Ich muss gesundheitlich was tun. Ich komme nicht mehr die Treppe hoch. Nur dieses Umsetzen fällt uns eben so schwer. Und das hängt ganz stark mit unserer Genetik zusammen. Okay. Das heißt, also wenn einer zu dir kommt, den würdest du individuell beraten können, ja. Weil ich bin da immer etwas vorsichtig. Ich kenne das hier auch aus dem Publikum, dass manche wirklich abnehmen wollen. Du sagst jetzt etwas genetisch, aber ich habe noch einen Impuls. Es gibt ja viele, die zum Beispiel sagen, ich habe mit der Schilddrüse Probleme, mhm. Oder Lymphödem oder andere Grunderkrankungen. Wie würdest du dann deinen Klientenkunden behandeln? Genau. Ich muss aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar genetisch heißt bei mir nicht, dass jemand was mit der Schilddrüse hat, Probleme. Die treten ja auf aufgrund von bestimmten Sachen, die so im Alltag stattfinden. Mhm. Erstmal, die kommen ja in der Regel nicht von alleine. Genetisch meine ich was ganz anderes mit. Und zwar unser Körper, der ist so eigentlich für Hungerphasen ausgerichtet. Mhm. Früher, und das ist für mich immer vor 1000 Jahren, 10.000, 100.000 Jahren, da war das üblich, dass mal einen Tag, eine Woche nichts zu essen gab. Das war ganz normal gewesen. Und dafür ist eigentlich unser Körper gedacht, dann geht er an die Fettreserven ran. Oder er macht auch andere Sachen. Wenn er merkt, dass längere Zeit nichts kommt, wird Muskulatur abgebaut. Der kann sich also immer an bestimmte Phasen anpassen. Ja. Unser Problem ist eigentlich, und damit meine ich Genetik, wir haben keine Hungerphasen mehr.
Es gibt immer zu essen und zwar viel mehr als wir benötigen. Und in den letzten 30, 40 Jahren ist Folgendes passiert. Wir essen mehr, 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 bewegen uns aber gleichzeitig weniger. Und das muss ja jedem klar sein, das kann nicht funktionieren. Ja. Ja? Und jetzt kommt die zweite genetische Sache, die da eine ganz große Rolle spielt. Unser Körper, der will Sicherheit haben. Und dafür sind unsere Gewohnheiten da. Und wir haben uns jetzt Sachen angewöhnt, fünfmal am Tag essen. Am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen dabei. Wenn jemand Geburtstag hat, dann gibt es Kuchen zu essen. Mhm. Die Feier am Wochenende mit Alkohol und viel Essen dabei. Das heißt, irgendwie spielt immer Essen eine Rolle. Wir werden gerade erwischt. Ja, genau. Das gilt aber für den Großteil von uns eben. Ne? Und jetzt sagst du auf einmal, ich will diese Gewohnheiten ändern. Und jetzt kommt dieser zweite genetische Punkt. Gewohnheiten sind Sicherheit für unseren Körper. Das heißt, wenn ich weiß, ich kann über die Straße gehen, da passiert nichts, weil da keine Autos langfahren, gewöhne ich mir das an und so kann der Körper Energie sparen. Okay. Wenn du aber jetzt auf einmal sagst, ich will diese Gewohnheiten ändern, dann gehst du an dieses Sicherheitsgefühl ran. Und das meinte ich eben damit, dass ich gezielt auf jeden eingehen muss sogar, weil dieses Empfinden ist bei jedem unterschiedlich. Der eine sagt, auch einen Kaffee weglassen ist kein Problem, ich kann auch stattdessen Tee trinken, für den anderen wäre das super. Oder würde sagen, nee, da bricht bei mir die Welt zusammen. Ja. Also jeder ist da unterschiedlich. Und das jetzt eigentlich das Entscheidende. Ist ja schön zu wissen, dass das und das gesund ist. Dass ich nicht so viel essen soll. Aber diese Geschwindigkeit, wie ich das ändere, die ist bei jedem unterschiedlich. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Haben wir schon mal die erste Formel. Apropos Formel. Es gibt noch was ganz Tolles. Und zwar hat unser Norbert ein tolles Buch geschrieben. Die Bauch-Weg-Formel. Verrate uns doch da mal nur grob, was haben wir in diesem Buch zu erwarten? Ja, und zwar, mein Ziel war so gewesen, nach diesem Gespräch mit dem Professor, ich habe mir so überlegt, okay, wie mache ich das jetzt, wenn Leute zu dir kommen, die was an ihrer Figur verändern wollen? Mhm. Und da hat ja jeder seine eigenen Ziele. Der eine sagt, ich will den Bauch weg haben oder in Kleidergröße XY reinpassen. Ja. Der nächste, ich möchte ein Sixpack haben. Komplett unterschiedlich, das muss auch jeder für sich entscheiden. Und dann habe ich eben geguckt, okay, was muss ich mit dem machen, damit er wirklich sein Ziel erreicht. Und ich wollte auch noch eins, und das machen alle Wettkampfsportler, wenn ich mit Schauspielern oder Models arbeite, die machen das genauso. Die müssen ja wissen, wie lange dauert das, um in Topform zu kommen. Mhm. Die stehen auf der Bühne, Model hat einen Laufsteg, der Schauspieler einen Film, wo er fit oder in Topform sein muss. Ja. Und wenn ich jetzt zu spät anfange, erreicht er das ja nicht mehr. Also muss ich so ein bisschen beeinflussen oder bestimmen können, wie lange dauert das mit dem. Und wenn du jetzt zu mir kommen würdest und würdest sagen, okay, ich will ein Sixpack haben. Da weiß ich einmal, okay, der muss einen bestimmten Fettanteil haben. Mhm. Dann gucke ich, wo steht dein aktueller Fettanteil. Und dann kann ich genau sagen, wie lange du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Und ich kann auch genau sagen, was du machen musst. Das heißt, du machst eine komplette Körperanalyse, ja. Gewichtsanalyse und so weiter. Genau. Ja. Dann eine Zielanalyse, wo will der hin? Und mich interessiert so zweitrangig nur das Gewicht. Wenn jemand den Bauch weg haben will, will er vor allen Dingen Fett abbauen. Mhm. Und Fettabbau ist was ganz anderes als Gewichtsabnahme. Und wenn du dir mal die ganzen Diäten anguckst, da steht nie, ich habe 3 Kilo Fett verloren, sondern 3 Kilo in 3 Tagen, 5 Kilo in einer Woche abgenommen und so weiter. Da wird nie über Fett berichtet, aber wenn du Fett abbauen, wenn du den Bauch verlieren willst, musst du ja Fett abbauen. Ja. Und dann ist die Frage, und die kann mir keiner beantworten, wie viel Fett schaffst du in einer Woche abzubauen? Und wie viel Fett schaffst du am Bauch abzuholen pro Woche? Ja. Und selbst wenn ich mit Sportlern arbeite oder mit Trainern mich unterhalte, die wissen das nicht. Aber das muss ich wissen, um herauszubekommen, wie lange brauche ich, mein Ziel zu erreichen. Und da helfe ich den Leuten nebenbei. Das heißt, du bist ganz engmaschig mit dem Kunden tagtäglich oder einmal die Woche? Einmal die Woche, aber in dem Buch geht es im Grunde darum, dass das jeder alleine machen kann. Ja. Das ist auch gar nicht so schwer. Nur wir machen 2 entscheidende Fehler und das ist der Unterschied so von uns Normalos zu Profis, zu Schauspielern, Models, die in der Regel dann auch einen Coach dabei haben. Die gehen total clever und vorsichtig vor. Ich mache das mal an einem Beispiel. Ja. Wenn wir abnehmen wollen und sagen, okay, der Bauch muss weg, was machen wir dann? Eine Kohlensuppendiät. Nur Eiweißshakes trinken, mhm. Hungern und so weiter. Ja. Aber es ist von vornherein klar, diese harten Maßnahmen können wir nicht lange durchhalten. Und da kommt wieder unser Unterbewusstsein, das sagt, pass mal auf, das ist zu hart. Und dann brechen wir irgendwann ab. Ja. Da braucht nur eine Sache dazwischen kommen, nee, hat keinen Sinn mehr das Ganze da. Ne? Und die Sportler oder Models, die machen das anders. Die gucken, okay, was ist für mich realistisch in der Woche, was ich auch über längeren Zeitraum durchhalten kann. Ja? Und wenn ich den Wert einmal habe, dann fangen die nicht 2 Wochen vor diesem Laufsteg an oder vor dem Wettkampf, sondern die wissen, okay, ich brauche 8, 9 oder 10 Wochen und dann wird gestartet.
Und das kriegen wir in der Regel gar nicht mit. Wir sehen immer nur das Endergebnis. Ja, ja. Wir machen das anders. Wir müssen immer innerhalb von einer Woche die größtmöglichen Erfolge haben. Mhm. Am besten 5 Kilo abnehmen. 10 Kilo wäre noch besser. Das Problem ist aber, ich nehme nicht nur Fett ab in dieser Zeit, sondern es geht auch Muskulatur verloren. Und es ist von vornherein klar, ich halte das nicht länger als eine oder zwei Wochen durch. Ja. Und damit kann ich nicht den Bauch wegbekommen. Es geht eher so darum, so einen Mittelweg rauszufinden, dass man sagt, ah, da kann ich mit leben. Ich muss nicht auf alles verzichten. Ich muss nicht hungern, ich muss nicht jeden Tag Sport treiben, wenn man keine Lust drauf hat. Ne? Und trotzdem funktioniert das, aber ich brauche eben Zeitraum X dafür und mein Ziel. Und darum geht es in dem Buch. Das ist das große Geheimnis, was jetzt gelüftet wurde. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Gerne. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass sagen wir, der Schauspieler X oder Model Y zwischen 6 und 8 Wochen einen Fokus setzen, auf dir setzen und sagen, so Jürgen, da muss ich hinkommen? Genau. Und das ist auch realistisch? Genau, ja, realistisch heißt ja immer, der Vorteil bei Schauspielern und Models ist, die sind ja gar nicht so weit von ihrem Ziel weg. Sie sind ja relativ, also die meisten von denen in guter Form, das heißt, die brauchen 5 bis 10 Kilo. Aber die meisten Leute, die zu mir kommen und keine Schauspieler sind, das ist ja der Großteil von denen, oder keine Models, die wollen in der Regel auch 5 bis 10 Kilo abnehmen. Ja. Das sind so ungefähr 1 bis 2 Kleidergrößen. Das sollte in dem Fall immer an einer bestimmten Stelle passieren. Und viel mehr ist das gar nicht. Und der Vorteil für uns Normalos ist das viel einfacher als das, was die Models oder Sportler wollen. Weil je besser man ist, umso schwieriger wird es, um noch besser zu werden. Mhm. Und die meisten Leute, die zu mir kommen, sind weit von dieser Topform entfernt. Aber diese ersten 5 bis 10 Kilo, die sind super einfach zu erreichen. Ja. Ich muss das gar nicht so hart machen. Ich muss gar nicht auf alles verzichten. Funktioniert trotzdem. Das ist so der Denkfehler, den wir haben, dass wir alles perfekt machen müssen, um unsere Figur zu verändern. Und ich mache das genau umgekehrt. Ich mache immer nur so viel, wie notwendig ist. Ja, okay. Ja, und dann sagt auch das Unterbewusstsein, okay, das spiele ich mit, weil das keine Qual für mich ist. Und das ist der große Unterschied zu allen, die es bisher gibt. Okay. Jetzt stellt sich eine Frage, und ich glaube für euch Zuschauer auch, nämlich der typische Jojo-Effekt. Mhm. Es ist ja genau das, was du sagst, viele zwingen sich ja in etwas rein und dann kommt dieses, ich würde gerne mal wieder ein Käsebrötchen essen oder eine Pizza oder eine Flasche Cola. Wie ist das aus deiner Erfahrung, um nicht in diese verhängnisvolle Affäre reinzukommen? Ja. Gibt es da einen heißen Tipp? Ja, ich mache den so auf dem Weg schon zu der Wunschfigur, die ich habe. Auch da baue ich das schon ein. Und zwar von vornherein sage ich den Leuten hier, selbst in der Zeit, wo ihr abnehmen wollt, ihr braucht gar nicht auf alles verzichten. Mhm. Ganz im Gegenteil, wenn wir immer weniger essen, gewöhnt sich das Stoffwechsel an. Okay. Der Körper gewöhnt sich daran. Das heißt, sobald wir wieder normal essen, geht es nach oben. Mein Ziel ist ein anderes, dass Leute nachher sagen, ey, viel von dem, was wir jetzt gemacht haben, das will ich beibehalten. Mhm. Und wenn man dann so alle 2-3 Tage mal eine Schokolade isst, eine Tüte Chips und nach McDonald's geht, spielt keine Rolle mehr. Okay. Ja? Und das ist auch der Fehler, ich muss das nicht perfekt machen. Und ganz im Gegenteil, wenn ich so alle 2-3 Tage mal ein bisschen mehr esse, dann sagt dein Körper, boah super, da kommt wieder ein bisschen mehr, ich brauche den Stoffwechsel gar nicht runterfahren. Also sowohl vom Unterbewusstsein her ein Vorteil, als auch vom Stoffwechsel, okay. Wenn man das so macht. Also nicht sagen, abbauen, keine Süßigkeiten mehr, nie mehr Schrott essen. Es wird nicht funktionieren. Ich kenne keinen, der das so macht. Spannend. Ja. Ich habe da aber noch eine kleine Lücke. Das weiß ich auch hier so in meinem Alltag. Jetzt haben wir darüber gesprochen, aber wie ist das mental? Es gibt ja viele, die dann doch in so eine Spirale kommen und sagen, Norbert, ich schaffe das nicht. Und dann brauchst du ja eigentlich einen Coach, das, was du auch bist. Wie kriegst du die mental aufgefangen, dass die nicht doch sagen, sagen wir nach einer Woche, boah, Norbert, ich schaffe das nicht. Ja. Ich brauche meinen Käse, ich brauche mein, was weiß ich, Cola, Kaffee, wie auch immer. Gibt es da auch eine Eselsbrücke? Ja, absolut. Und zwar, also grundsätzlich ist das so, wenn jemand überhaupt kein Interesse hat, abzunehmen, die Figur zu verändern, da kann ich der beste Coach der Welt sein, es würde keine Rolle spielen, das funktioniert nicht. Also Grundlage ist immer, derjenige, der zu mir kommt, der muss was verändern wollen. Das ist schon mal wichtig. Egal, ob der sagt 5 Kilo, 10 Kilo, 20, 30, eine Hosengröße 5, das spielt keine Rolle dabei. Und was ich da mache, ist, so einen Weg herauszufinden, dass er sich mit wohlfühlt. Und eigentlich muss ich nur eins machen, ich muss so Vertrauen geben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, ich will den Bauch weg haben und ich habe das früher mal geschafft, so als Kampfsportler, der du ja gewesen bist, da habe ich geschafft, 5 Kilo in einer Woche. Du darfst nur einzig machen, das, was früher funktioniert hat, geht heute nicht mehr. Wir machen nicht mehr so viel Sport, der Stoffwechsel ist langsamer geworden. Du bist vielleicht nicht mehr bereit, so viel an diesen Sachen zu drehen, wie früher, als du riesig hochmotiviert warst. Das heißt, du musst jetzt einen Weg finden, der
zu dir im Moment passt. Ja. Das ist egal, was früher mal gewesen ist. Das heißt, was ich mit den Leuten mache, ist, ich bekomme raus, was kannst du ändern, ohne dass es eine Qual für dich ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Isst du gerne Brot? Nicht mehr. Gar nicht? Isst du gerne Milchprodukte? Käse und so weiter. Habe ich früher, es gibt ja aber, ja. Hast du auch mit, klar. Habe ich früher alles gemacht gehabt, habe das natürlich auch neu für mich erfunden, aber ich weiß, wo du hin möchtest. Ich glaube halt, Milchprodukte haben ja ganz viele, auch Kaffee mit Milch und solche Sachen. Erzähl mal dein Geheimnis. Ja, und zwar, es geht eigentlich darum, ich habe so im Kopf immer, ich habe so eine Sache gelernt, dass ich kann an der Figur erkennen, wie sich jemand ernährt. Ah, okay. Ja, das mache ich immer beim Einkaufen. Ja. Du guckst immer Einkaufswagen, Figur. Das ist seit 30 Jahren, ich kann nicht anders in der Form. Aber bei mir ist es nicht so, dass ich sage, habe ich es doch gewusst, sondern mich interessiert das einfach nur. Mhm. Und ich gehe da auch komplett wertfrei ran. Mir ist vollkommen egal, ob jemand 120 Kilo wiegt, 80. Er soll sich damit wohlfühlen, alles okay für mich. Ne? Nur wenn jetzt jemand zu mir kommt, zum Beispiel bei den Frauen häufiger, wenn die Reiterhosen haben, da weiß ich von vornherein schon, die Gruppe, die liebt Milchprodukte. Ich weiß das, weil das einer der Gründe, warum ich diese Reiterhosen bekommen habe. Okay. Jetzt weiß ich aber gleichzeitig auch, jetzt immer wieder bei Genetik, hat eher mit dem Unterbewusstsein zu tun. Ich will also Milchprodukte reduzieren. Ich weiß aber, die lieben Milchprodukte, sonst hätten die das Problem gar nicht. Und das hast du zum Beispiel in Asien, Japan, Thailand, diese Länder, da gibt es keine Reiterhosen, weil die keine Milchprodukte haben oder viel weniger. Jetzt kommen die auch mit rein, jetzt fängt das bei denen genauso an. Also ich weiß von vornherein, woran liegt das. Das siehst du an der Figur einfach. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie viel kann ich dran drehen, dass ich immer noch wohl fühle. Weil wenn jemand Käse liebt und ich sage, ich brauche nie mehr Käse, wird nicht funktionieren. Mhm. Ne, deswegen mache ich so ein Spiel mit dem. Ich will eine Woche rausarbeiten, wo die Leute sagen, okay, das kriege ich hin. So muss das Gefühl sein. Und ich muss von mir aus sagen, okay, wenn man es so macht, dann wird ihr auf jeden Fall Erfolg haben. Weil wenn du jetzt eine Woche Veränderungen machst und es passiert nichts, keine Verbesserung, brichst du auch ab. Ja. Da sagt dein Unterbewusstsein, wofür mache ich die ganzen Anstrengungen? Die Sache ist durch. Also müssen wir so einen Mittelweg finden. Außen eine Belohnung quasi. Absolut. Ne? Ohne Belohnung wird das nicht funktionieren. Dreh ich zu viel dran, hilft dir die Belohnung auch nichts. Wenn du eine Woche nur Kohlsuppe isst und du hast die 5 Kilo weg, das machst du aber die zweite Woche trotzdem nicht weiter, weil irgendwann sagst du, ich krieg da keinen Schluck mehr von runter. Ne? Und dieser Mittelweg, also einmal wissen, okay, was sind die Fehler, die ich im Moment mache, aber nur so viel dran drehen, dass eine Verbesserung eintritt, ohne dass das eine Qual für mich ist. Und das ist bei jedem unterschiedlich, wie ein Fingerabdruck. Bei dir anders als bei mir und es war bei mir heute anders als vor 20 Jahren, als ich noch Wettkampfsportler war. Ich kann nicht mehr so wie früher, will auch gar nicht mehr. Das muss viel einfacher gehen. Und das muss bei den Leuten rausbekommen und dann müssen die Vertrauen haben. Ah, wenn ich das mache, passiert das. Und wenn die damit zufrieden sind, dann hast du so einen Mittelweg und der ist der Schlüssel zum Erfolg nachher. Wow. Ist aber aufwendig. Und meine Aufgabe ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss nur dieses Vertrauen geben, dass die Leute sagen, hey, stimmt, der hat gesagt, nach einer Woche nehme ich so und so viel ab, das ist wirklich eingetreten. Ja. Und dann fängt das im Grunde erst an. Jetzt sucht man sich Sachen raus, die einem leicht gefallen sind. Ne? Zum Beispiel bei diesem Milchprodukt gibt es super Alternativen. Kennen die Leute ja schon, statt normaler Milch, Mandelmilch. Ja. Da sagt der eine, ich mag keine Mandeln, da gibt es Kokos, Reismilch, Hafermilch und so weiter. Mhm. Also man kann so Umstände machen, die waren vor 20 Jahren noch gar nicht da gewesen, die Sachen, oder haben nicht geschmeckt. Und dann probieren die aus, und manche Sachen schmecken, andere nicht. Und die, die einem gut gefallen, die baut man in den Alltag mit ein. Und dann habe ich auch den richtigen Begriff von Diät. Diät heißt nämlich, wie die meisten meinen, immer eine Woche nichts essen. Diät heißt, kommt aus dem griechischen Lebensweise. Also wenn du zum Beispiel eine Haselnussallergie hättest, was darfst du nicht essen? Yes, sir. Isst du die, hast ein Problem, im schlimmsten Fall stirbst du daran. Du erstickst einfach. Ne? Das heißt, du musst gucken, oh, ist in dem Kuchen wieder Nüsse drin, lässt die weg. Wie lange musst du die weglassen? Eigentlich immer. Ne? Leben lang. Ja. Es sei denn, es gibt irgendein Mittel dagegen in der Form. Ne? Das heißt, die ist von vornherein klar. Leben lang so machen, sonst habe ich ein Problem. Mhm. Vorteil für dich ist in dem Fall, das Problem ist so stark, dass du die freiwillig weglässt. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast das Problem, durch den Käse hast du die Reiterhosen bekommen. Die Reiterhosen sind zwar vielleicht nicht so schön oder für dich in dem Moment nicht, aber das ist jetzt nicht so extrem, als wenn ich jetzt dran sterben würde. Ja, tolles Beispiel. Also kommt trotzdem die Sache, okay, heute esse ich mal das Käsebrot wieder. Ne? Und deswegen muss dieser Mittelweg da raus. Ne? Nicht sagen, ab morgen nie mehr, sondern wie viel davon kann ich essen, dass ich trotzdem besser werde und mich immer noch wohlfühle. Das ist so die Vorgehensweise. Tolles Beispiel, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr auch Fragen habt, gerne einfach mal in die Kommentare
lassen. Und Norbert auch fragen, falls ich mal ein paar Fragen jetzt auslasse, dass ihr gerne mal nachfragt, hey Norbert, da hätte ich noch eine Frage. Um dir auch weiterzuleiten oder auch um dich zu kontaktieren. Du hast ein, zwei Seiten. Sag uns die mal. Ja, und zwar, ich habe einmal ein Programm, wo ich persönlich mit dabei bin. Ja. Und das läuft, ich komme ja aus Hilden selber, vor Ort in Hilden. Ja. Und der Vorteil ist ja, also ich bin einmal mit dabei und ich habe auch so bestimmte Geräte, um zum Beispiel den Stoffwechsel zu erhöhen. Ja. Das kommt so ursprünglich aus so Krämer, Rheuma, Gicht und auch aus Krebsbehandlungen. Ja. Da wird man so in ein künstliches Fieber versetzt und durch diese höhere Temperatur erhöht sich den Stoffwechsel. Mhm. Das kennen die Leute, wenn die Fieber haben, dass sie schneller abnehmen ja. kann. Ne? Ja. Mit so Sachen arbeite ich da, aber es hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Wenn man so einen Trainer hat, der einen an die Hand nimmt. Das habe ich persönlich aber auch so. Wenn ich alleine irgendwas mache und ich fange jetzt an und will abnehmen, dann sage ich auch, okay, nächste Woche. Ja. Heute ist Geburtstag, dann ist die Feier, heute ist Weihnachten, nächste Woche Karneval. Mhm. Habe ich immer einen Trainer dabei und ich weiß, der kontrolliert mich nächste Woche. Mache ich automatisch mehr. Ja. Das ist auch gar nicht so schlimm, aber ich habe einen, der mich an die Hand nimmt. Das mache ich dabei eben dann. Und ein ähnliches Programm habe ich, das heißt die Bauchwegformel.de auf dieser Seite. Da habe ich ein Online-Programm entwickelt, wo ich nicht persönlich dabei bin, aber wo man so mit Videos gecoacht wird. Ah, in dieser Form. Ja. Und aktuell mache ich das so, weil ich das den nächsten einen Schritt erweitern will. Ich arbeite mit Leuten trotzdem persönlich über WhatsApp oder über Telefon, wow. wo ich so einmal die Woche begleite dabei. Okay. Ja, und das heißt, das ist dann nicht so teuer, als wenn ich jetzt 1:1 mit so einem Coach arbeite, sondern ich habe dann immer so ein paar Minuten Arbeit damit und dieses Begleiten, die schicken dann immer von der Waage das Bild rüber. Ja. Ne? Und dann haben die diesen leichten Druck trotzdem, ne? Ja. aber müssen eben nicht zu mir kommen und ich kann das trotzdem kontrollieren. Ich habe zum Beispiel in der Schweiz und in Berlin, mit denen ich zusammenarbeite, das funktioniert super damit. Super. Das heißt, wir haben einmal die Bauchwegformel.de mhm. und du sagst in Helden, da heißt die Seite bodyspecialist.de. Mhm. Ja, und da gibt es ein Programm eben, und das ist mein Hauptziel, was ich langfristig habe. Das heißt, Deutschland wird schlank. So will ich auch einen YouTube-Kanal nennen, mit dem ich nächstes Jahr anfangen will. Und mein Ziel ist eigentlich, dass immer vor Ort, deswegen heißt es bei mir dann Helden wird schlank, dass die Leute dieses Programm übernehmen. Aber immer von einem Trainer begleitet werden. Das kann in Berlin sein, in Köln und so weiter. Weil ich habe eins gemerkt, das Buch finde ich super von mir. Aber das kennst du ja selber auch, so ein Buch lesen ist immer schön und gut, aber ich muss es ja machen auch. Ja. Und habe ich jemanden dabei und in dem Fall sogar nicht nur den Trainer, sondern du hast auch noch Gleichgesinnte dabei. Die wollen alle abnehmen, der eine mehr als der andere. Ja. Oder das Ziel ist auch unterschiedlich, aber die Richtung ist ähnlich. Und dann hast du Leute, wo du dich austauschen kannst. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg, weil in unserem Umfeld die Leute, die essen ja alle so wie wir. Mhm. Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Es muss schnell gehen, Döner, Pizza essen. Ja, ja. Ja, dann die Fertigsuppe wird gemacht. Zum Geburtstag gibt es den Kuchen wieder. Am Abend die Tüte Chips, boah, ich habe Stress gehabt, Flasche Wein oder Bier aufgemacht. Das haben ja alle. Das heißt, die Hilfe. So belohnt man sich dann. Genau, und jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, wir kommen ja eigentlich so aus dieser, wenn wir früher zurückgehen, aus diesem Stammesverhalten. Also im Stamm hieß immer Sicherheit. Aus dem Stamm ausgeschlossen werden war eigentlich ein Todesurteil. Und das ist immer noch verankert in uns. Jetzt bist du irgendwo eingeladen und du willst jetzt mit einer Diät anfangen, sagst, ich will abnehmen. Und auf einmal gibt es aber die Chips und die Flasche Bier oder Wein ja. und den Kuchen dabei. Sagen, okay, heute essen wir nochmal dann. Und wenn wir jetzt aber oft irgendwo eingeladen sind, sieht das ja immer wieder gleich aus. Und wenn ich jetzt keinen habe, der das besser macht, dann wird es schwer. Mhm. Und Ronaldo, der Fußballer zum Beispiel, wenn der hier in Bergisch Gladbach spielen würde, würde der schlechter werden. Der braucht Umfeld von Top-Leuten, um das halten zu können. Ja. Haben wir im Umfeld nur Leute, die Schrott essen. Ich sage immer Schrott dazu. Und nichts anderes. Ist das super schwer, da rauszukommen. Da ja, musst du mental so stark sein. Das ist ein interessanter Aspekt. Das kenne ich auch im Freundeskreis. Die Leute, die einfach Bock haben, die finden sich auch und die haben sich. Ja. Und die, ohne es jetzt werten zu wollen, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, die finden sich auch. Genau. Das ist vollkommen legitim, ja. auch denen ihre Entscheidung. Aber da geht die Spirale leider nach unten dann. Also ja. mein Bestreben war auch immer, Gas zu geben, so zu sein, wie ich jetzt bin, weil ich mich wohlfühle. Ganz kurz auch nochmal,
Die Seiten werden natürlich nochmal eingeblendet, verlinkt. Also ihr braucht jetzt nicht nochmal zurückzuspulen und sagen, ey, wie war das? Was hat der Norbert vor 2-3 Minuten gesagt? Die Seiten werden natürlich nochmal verlinkt, eingeblendet und so weiter. Spannender Aspekt, was du gerade sagtest, dass es einmal die Zielgruppe gibt, die Bock haben, die sagen, mhm, ey, wir halten uns auch. Das heißt auch, die mit dir zusammenarbeiten und sagen, nicht nur das Gewicht wird vielleicht versendet, sondern auch Ganzkörperaufnahme, dass man sieht vorher, nachher. Ja, ja. Und zwar, ich kann das super hier, du kannst im Grunde bestimmen vorher, wo derjenige abnimmt. Mhm. Ich weiß dann vorher, okay, als Beispiel Bierbruch ist eine andere Vorgehensweise, als wie mir dieses weiche, schwabbelige Fett hat. Mhm. Und so komisch das klingt, die meisten finden so ein Bierbauch erstmal, weil er schön straff und fest ist, erstmal ein bisschen besser. Ja. Zum Wegbekommen viel schwieriger als dieses Weiche. Das Weiche ist für mich immer einfacher wegzubekommen, mhm, beziehungsweise auch für den Kunden dann selber. Und, aber die Vorgehensweise, der Grund, warum jemand einen Bierbauch hat und dieses Weiche, liegt in der Ernährung. Mhm. Ich kann dir auch vorher sagen, wie der Typ ist schon, der den Bierbauch hat. Das sind oft die, die sagen, den ganzen Tag habe ich nichts gegessen, morgens ein Brötchen. Und die lieben das am Abend viel zu essen, mit der Familie zusammen und so weiter. Und dann auch viele verschiedene Sachen. Ja. Fleisch dabei, Glas Wein oder Bier dabei. Ja. Ne, dann viele verschiedene Sachen. Und das ist der Grund, warum die einen Bierbauch bekommen. Bei den Reiterhosen ja komplett anders. Mhm. Dieses weiche Gewebe auch wieder anders. Und dann kannst du einmal, wenn du die Sachen so ein bisschen änderst, geht der Körper auch an diese Seiten wieder an. Mhm. In der Form. Und das ist eben das Besondere an der Vorgehensweise. Du kannst bestimmen, wo du abnehmen willst. Ja? Und auch das Tempo, wie schnell das geht. Weil wenn das zu schnell ist, brichst du ab. Ne? Ist das zu langsam, brichst du auch ab. Und das ist eben meine Aufgabe, das bei den Leuten auszufinden. Dann. Spannend. Ja. Gibt es denn auch eine Faustformel, wo du sagst, sag mal, der Kunde selber schafft es leider nicht zu dir zu kommen? Mhm. Oder sagt jetzt, finanziell sieht jetzt schlecht aus, warum auch immer. Ja. Gibt es da so eine Grundformel, dass du sagst, nee, Andi, also 2 oder 3 Mal die Woche, 25 Minuten muss sein, damit du überhaupt ein Ziel erreichen kannst? Ja, also das ist deine Erfahrung. Ich bin da, zum Beispiel hier auf das, du meinst jetzt auf das Training bezogen zum Beispiel. Genau, ja. Ich mache mal so ein Beispiel, für das Abnehmen brauchst du gar kein Training. Null, gar nichts. Ich mache mal ein Beispiel, jemand liegt im Krankenhaus, der müsste dicker werden eigentlich, weil er sich überhaupt nicht bewegt, hast ein Bein gebrochen, mhm, passiert aber das Gegenteil, du wirst sogar abnehmen. Aber in dem Fall nicht nur Fett, sondern du wirst auch Muskulatur verlieren, ne, weil keine Bewegung, dann sagt der Körper, okay, ich muss Energie sparen, ich brauche die ganze Muskulatur nicht mehr, das heißt, er baut auch Muskulatur ab. Mhm. Aber auf das Abnehmen bezogen brauchst du keine Bewegung. Das geht übers Essen komplett in der Form. Nur wenn jemand sagt, ich will aber eine feste, straffe Muskulatur haben, ich brauche die, damit die Gelenke abgestützt sind, dafür muss ich mich natürlich bewegen. Mhm. Da sage ich den Leuten dabei, mach das, wo ihr Spaß dran habt. Wenn jemand gerne tanzen geht, geht tanzen. Das spielt überhaupt keine Rolle dabei. Ne? Okay. Und das hat noch einen zweiten Vorteil, wenn du zum Training gehst. Das war das Problem auch über Corona. Jetzt sind ja 2 Sachen passiert, die Leute durften nicht mehr zum Training. Und was machst du jetzt, wenn du zu Hause bist? Du hast eigentlich keinen Hunger. Du sitzt aber zu Hause vor, warst beim Training gewesen. Ja, dann fängst du an zu schnurren. Genau, geht der Schrank auf. Nicht mehr und genau, und jetzt wird aber nicht nur sich weniger bewegt, sondern wir haben auch gleichzeitig mehr gegessen. Das konnte gar nicht anders, als dass das Gewicht nach oben geht. Ja. Ja? Und jetzt haben wir noch einen Nachteil. Das hat sich wieder eingebrannt bei uns, ist wieder eine Gewohnheit geworden. Und die wieder zu ändern, das heißt, ist jetzt noch schwieriger, wieder mit dem Gewicht runterzukommen, als es vor Corona schon war. Mhm. Deswegen meine Prognose, in den nächsten 10 Jahren haben wir nicht nur 60% übergewichtige, sondern wir werden auf 70 hochgehen. Wow. Und wir können nichts dagegen machen. Klar können wir es dagegen machen, aber wartet nicht auf die Ärzte oder die Politiker, die euch helfen. Da wird keine Hilfe kommen, das ist überhaupt kein Thema, sondern das muss jeder sagen, das kann nicht weitergehen, ich will was ändern. Nur ich sehe ein, das geht nicht radikal, sondern wieder in kleinen Schritten. Mhm. Und das ist eigentlich der entscheidende Weg. Ne? Das heißt, wie viel kann ich ändern, dass mir das Spaß macht? Okay. Und aus dem Kopf rausbekommen, dieses so schnell wie möglich ist gut, sondern was ist für mich ein Tempo, was ich so längere Zeit auch durchhalten kann? Also bei mir ist immer so, die erste Woche ist ein Test. Dann gucke ich immer, wie viel kann ich mit dir machen? Und wenn du nach einer Woche sagst, boah, ich konnte mal das Brot eine Woche weglassen, aber so könnte ich nicht 4 Wochen leben. Mhm. Dann nimmt man wieder Brot mit rein. Die Frage ist jetzt, könntest du eventuell mal sagen, ein Tag mit, ein ohne. Mhm. Der andere sagt, mir reicht das am Wochenende. Ja. Und das geht man mit verschiedenen Gruppen an Lebensmitteln oder Getränken durch. Und dann entwickelt sich so im Laufe der Woche die Ernährung. Und das kann im Grunde jeder alleine machen. Okay. Hat nur einen Nachteil, weil dieser Einfluss von den anderen,
Geburtstag, ich fühle mich heute nicht so gut und so weiter. Die sind so wie ein Magnet, fühlen die, das ist relativ schwer. Ja. Deswegen ist das in der Gruppe oder mit Coacharbeit immer ein bisschen erfolgreicher. Das glaube ich, glaube auch, das könnt ihr auch unterschreiben, immer von außen Impulse zu setzen, ist, glaube ich, fruchtbarer, als wenn es dein Freund sagt, deine Frau, dein Mann. Das ist dann immer, ach, ihr redet ja nur, wenn ihr wüsstet, aber wenn der Coach das sagt, das hat eine andere Wirkung dann. Ne? Wenn ich das so versteckt so raushöre, gibt es ja eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, drei Säulen. Ernährung, Bewegung und Mental. Genau. Das ist das, was du komprimierst, ja, und dann als Trainingsplan für deinen Kunden so ausfilterst, dass der sagt, ich fühle mich wohl und das ist auch meine Zielgerade. Ne? Genau. Ich glaube auch hier, bestimmt bei den Frauen ist es noch etwas extremer, wenn man merkt nach 2-3 Wochen, ich fühle mich besser, die Haut wird sogar schöner, reiner, feiner. Wie würdest du das sehen? Wenn die, sagen wir mal, nach 6-8 Wochen sagen, Norbert, ich bin jetzt raus aus der Nummer, was glaubst du tendenziell auch aus deinen Erfahrungen, werden die das schaffen dann weiterhin? Reicht denen dann diese 8 Wochen Coaching oder wäre es vielleicht sogar ratsam zu sagen, 8 Wochen Coaching mit dir, vielleicht dann 3 Monate mal auf der Reise für sich selber und dann wieder dich einzufangen, ja, oder was glaubst du, also, was wäre die... Ich habe das ganz häufig bei den Leuten, weil das hast du auch bei den Models, bei den Wettkampfsportern so, die sind ja nicht immer in Topform. Mhm. Ja, die wissen ganz genau, ich habe früher Wettkampf-Bodybuilding gemacht, Wettkampfgewicht war 70 Kilo und eine Woche später habe ich wieder 80 gewogen. Wow, okay. Der saugt sich voll, der Körper. Kennst du ja auch vom Wettkampfsport in der Form. Ja. Und das war mir aber vollkommen egal gewesen, weil das Ziel war nachher ein anderes wieder. Und dann ging es eher darum, wieder ein paar Muskeln dazu bekommen. Mhm. Und die Leute denken immer, ich muss jetzt ein Leben lang so arbeiten, das wäre ja super. Und die haben auch immer das Gefühl, ich habe über Weihnachten zugenommen. Mhm. Das ist aber nicht so, weil Weihnachten, wenn ich 1-2 Tage ein bisschen mehr esse, das ist nicht Fett, was ich zugenommen habe, sondern ich habe immer noch diese, wenn ich jetzt viel Fleisch gegessen habe, der Körper braucht ein paar Tage, um das komplett zu verdauen. Mhm. Und wenn ich viel zu verdauen habe, muss der Wasser einlagern. Aber wenn ich dann 1-2 Tage so ganz leicht verdauliches essen würde, wäre das Gewicht sofort wieder rein in der Form. Ne? Ah. Deswegen nicht sagen jetzt, ich darf Weihnachten, Karneval, darf ich nichts mehr machen. Das war der ganze Gegenteil. Die feiere ich ganz normal. Mhm. Und dann aber wieder 1-2 Tage reinkommen. Und die meisten Leute, mit denen ich länger zusammenarbeite, die kommen immer nur einmal im Jahr zu mir. Ah, die waren im Urlaub gewesen, haben ein bisschen zugenommen. Okay. Oder das ist bei mir genauso. Weihnachten bei den kalten Monaten esse ich ein bisschen schlechter. Und wenn dann der Sommer langsam so in die Nähe rückt, ja, dann sagt, okay, jetzt muss ich immer so um die 5 Kilo abnehmen. Das ist auch okay für mich. Und das ist jetzt der Unterschied zu den meisten von uns. Die haben dann nicht 5 Kilo, sondern 15, 20. Ja. Und da muss ich viel früher anfangen, wenn ich das, ne? Aber so 5 bis 10 Kilo, die kriegt man ganz locker, ohne hungern, auf alles zu verzichten, ohne jeden Tag Sport treiben zu müssen, 4 bis 8 Wochen. Okay. Ne? Das ist das Angenehme daran. Ne? Ja. Wenn ich ein bisschen weiter denke, muss ich mir auch mehr Zeit nehmen dafür. Ne? Wow. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich habe gerade noch so ein bisschen rausgehört, nächstes Jahr hast du, oder vielleicht dieses Jahr noch, weiß ich nicht, das Projekt Deutschland wird schlank. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Darfst du schon etwas erzählen? Ja, und zwar, ich habe hier, habe ich auch mitgebracht, mich stört an der ganzen Situation aktuell im Grunde eine Sache. Wir haben ja einmal die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Und das ist so die Gesellschaft, wo so unsere Top-Ärzte, Ernährungswissenschaftler, Ernährungsberater drin sind, die so Empfehlungen für unsere Ärzte geben oder auch für die Allgemeinheit, wie man sich ernähren soll. Mhm. Ja? Und den Plan könnt ihr euch angucken bei Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da gibt es diesen Ernährungsplan, einmal für Frauen, einmal für Männer. Super interessant. Ja? Ich gebe aber eine kleine Prognose. Wenn ihr abnehmen wollt und macht diesen Plan, wird sich am Gewicht überhaupt nichts ändern. Im realistischen Fall werdet ihr sogar zunehmen. Und das geben uns die Ärzte als Vorgabe. Wow. Wenn ihr Reiterhosen habt, die reduzieren wollt, werden die schlechter werden. Weil die Ernährung, das wird nicht funktionieren. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Leute zunehmen. Und dann auf der anderen Seite habe ich den Plan, den die Victoria's Secret Models machen. Da gebe ich die Garantie, wenn ihr den machen würdet, könnt ihr auch im Internet googeln, ne, Ernährungsplan Victoria's Secret Models. Wenn ihr den machen würdet, würdet ihr hundertprozentig abnehmen, eine viel bessere Haut bekommen, aber mit Garantie dabei. Jetzt kommt aber das Problem dabei. Das heißt, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, was euch die Ärzte empfehlen, wird nie funktionieren. Nie. Habe ich selber 10 Jahre getestet.
als Ernährungsberater. Ja. Das funktioniert nicht. Das andere würde auch nicht funktionieren. Ich weiß, wenn du das machst, so könnte auch sich ein Bodybuilder auf Wettkampf vorbereiten. Das würde ähnlich aussehen. Ja. Nur auch die machen das ja nur 2-3 Wochen vor dem Wettkampf in dieser extremen Form. Ja. Das heißt, das ist so weit von unserer aktuellen Ernährung entfernt, das ist zu hart für uns. Ja, und der Mittelweg ist eigentlich das Entscheidende. Ich muss einmal wissen, okay, das sind die Gründe, warum ich die Figur habe, die ich aktuell habe. Wenn ich jetzt was dran ändern will, darf ich nicht zu radikal vorgehen. Das macht unser Unterbewusstsein nicht mit. Sagt, nee, das wird zu anstrengend, dann hören wir auf, brechen ab, Kohlensuppendiät, nur Eiweißshakes trinken und so weiter. Funktioniert nicht, sonst würden wir ja alle schlank und rank sein. Ja. Ne? Und dieser Mittelweg ist zu sagen, okay, ein paar Sachen übernehme ich von diesen Victoria's Secret Models oder wenn, von den Wettkampfsportlern, aber nur so viel, dass das in einem Tempo geht, wo ich auch sage, so fühle ich mich immer noch wohl. Und jetzt kommt aber wieder unser Unterbewusstsein mit rein. Wir haben noch diese alten Erfolge im Kopf drin. Früher habe ich aber 4 Kilo in einer Woche geschafft. Und wenn ich auf einmal nur 1 Kilo abnehme, bin ich enttäuscht. Ja, das stimmt. Dann sage ich, nee, früher ging viel schneller und so weiter. Dann bist du gefrustet. Genau, nee, funktioniert nicht bei mir in der Form. Ne? Ja. Und das kann ich mal so vorwegnehmen, wenn ich so mit Wettkampfsportern arbeite. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Freund von mir, der ist im letzten Jahr Europameister geworden. Ja. Und der fängt dann immer 10 bis 12 Wochen vor dem Wettkampf mit seiner Diät an. Und sein Ziel sind immer pro Woche maximal 1 Kilo. Eigentlich so 800 Gramm will er abnehmen. Okay. Und dann hat er in einer Woche, und zwar 4 Wochen bevor die Europameisterschaft ist, hat er 2 Kilo in einer Woche abgenommen. Wow. Und das ist ihm zu schnell. Und dann ist ihm die Eisdiele gegangen, hat für 10 Euro ein Eis gegessen. Aber wovor hat er Angst? Warum hat er das gemacht? Hast du so eine Idee? Ja, dass er sein Gewicht dann doch irgendwie nicht so... Ja, er will ja abnehmen. Ne? Nee, er will ja abnehmen. Er muss für seine Gewichtsklasse abnehmen. Aber die 2 Kilo will er nicht pro Woche. Und zwar passiert für uns, wenn wir zu schnell abnehmen, geht Muskulatur verloren. Ah, okay. Für ihn natürlich tödlich, weil Muskelaufbau ist viel schwieriger als Fettabbau. Mhm. Aber das ist auch für uns nicht gut, weil wenn wir Muskulatur verlieren, geht der Stoffwechsel runter. Mhm. Muskeln benötigen Energie, wenn ich die weg habe, brauche ich weniger als vorher. Okay. Alles wird weich und schwabbelig, will ja keiner von uns haben. Ja. Das heißt, da ist gar kein Interesse bei dem, schneller abzunehmen. Ganz im Gegenteil, der hat sogar Angst davor. Und das will ich meinen Leuten eben einbläuen, dass die sagen, boah, 1 Kilo, genau richtig, super. Ja. Genau das richtige Tempo. Aber das muss man ein bisschen erlernen, das Ganze. Weil wir haben leider eben beigebracht bekommen durch die ganzen Zeitschriften, die Wunderdiäten, 5 Kilo in 5 Tagen. Ist natürlich geiler, wenn ich 5 Kilo abnehme. Ja. Ist aber nicht, weil wenn das langfristig funktionieren würde, wären ja alle dünn. Aber es werden alle immer dicker, weil wir immer sagen, Diät ist Qual, hungern, mache ich nur im Notfall, wenn nichts anderes mehr geht und so weiter. Und die Profis machen das anders. Bestimmtes Tempo, die wissen, ich brauche 4, 8, vielleicht 12 Wochen dafür. Ja. Und ich muss das und das machen und dann passiert das. Und die sind total sicher da drin. Und das bringe ich den Leuten bei. Cool. Hast du den nächsten Kunden? Ich bin dabei. Wobei ich glaube, dadurch, dass ich tatsächlich viel Sport mache, habe ich eine gute Zielorientierung immer wieder. Und ich glaube, das kannst du bestätigen. Leute, die da sich lange mit befassen, die können sich auch selber triggern. Es gibt dann, wie du immer sagst, der Normale, in Anführungsstrichen, der braucht dann diese Impulse und natürlich auch diese lehrreichen Informationen, die du jetzt übertragen hast, dass du ihn auch immer wieder triggerst und sagst, ey, stopp mal, da sind wir, da kommen wir hin. Dann, ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Ohne dass du dann wieder diese Enttäuschung, weil das hat man immer wieder rausgehört, bist du enttäuscht, das wisst ihr auch bestimmt, zack, bist du schnell wieder in der Imbissbude oder wo auch immer. Und das ist super, super interessant. Jetzt denke ich, bist du ziemlich gut ausgebucht. Wie lange bräuchte man denn als Zeit, um dich als Coach zu bekommen? Ja, wobei da habe ich vielleicht so eine Möglichkeit, das so relativ viel und das auch schnell machen können. Und zwar, ich habe ja vor, im nächsten Jahr dieses ganze Deutschland wird schlank so nach außen aufzubauen. Ja. Und was ich jetzt so gerne so ein bisschen anschieben möchte, ist, dass ich so in einer relativ großen Gruppe, und die müssen auch gar nicht aus dem Umfeld kommen, sondern die können wirklich aus ganz Deutschland kommen, egal ob Berlin, die könnten sogar Schweiz oder deutschsprachiger Raum, kann das sogar sein. Die würde ich dann sogar betreuen und das kann ich so mit 100 Leuten parallel machen. Wow. In dieser Form. Ist aber auch total cool, ne? Weil wenn man so auch mitbekommt, was so bei den anderen passiert, fährt das auf einen über. Mhm. Das ist wirklich wie so eine Welle nach, wenn man merkt, boah, die hat abgenommen, dann macht man automatisch selber auch mehr. Vor allem, wenn das Leute sind, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Was wir auch anfangs sagten, wenn du eine Gruppe hast, die sich gegenseitig pushen,
dann hast du da richtig Bock und die Leute, die sagen, nee, heute nicht, die bleiben dann auch da. Ne? Genau, ja. Genau. Das heißt, du hast so eine Gruppe, die sich auch gegenseitig wirklich auch pushen können. Ja. Wobei, du siehst gar nicht immer alle, du siehst nur ein, zwei, aber das reicht. Du kriegst ein Follow mit, oder eine und so weiter, und das reicht aus. Ne? Okay. Aber worum es mir geht, ist eben, ich habe dann zwei Varianten. Variante Nummer eins ist, die können, das sind für die Leute, die hier so aus dem näheren Umfeld kommen, die müssten dann zwei Wochen mal zu mir nach Hill kommen. Mhm. Und da ist natürlich dann drei Vorteile. Einmal bin ich mit dabei oder mein Team, dann machen wir die Kontrolle vor Ort. Das heißt, wenn du weißt, oh, morgen muss ich auf die Waage gehen, machst du die Tage vorher immer besser. Und selbst wenn, da sagst, nee, morgen guckt der Norbert, dann machst du einen Tag auf jeden Fall die Woche gut. Der reicht meistens sogar dann. Dann habe ich da die Behandlung, die das Ganze ein bisschen schneller machen oder wo ich dafür sorge, dass das gezielt an einer Stelle passiert. Und dann will ich so ein Testprogramm machen, das geht dann über 14 Tage. Und dann ist man auch in der Spur, wo man weiß, wie das Ganze abläuft. Und das würde dann 97 Euro kosten. Okay. Und das Gleiche würde dann über 8 Wochen gehen, wenn die Leute nicht zu mir kommen können oder nicht wollen. Ja. Das würde dann online laufen. Das heißt, ein Großteil ist automatisiert, aber die ersten 4 Wochen bin ich auch mit dabei, wo ich das über WhatsApp kontrollieren würde. Okay. Kostet auch nur 97 Euro. Ist also auch gar nicht so wild vom Preis her. Ja. Und würde dann über 8 Wochen gehen, wobei ich nur die ersten 4 Wochen diese Kontrolle mitmache. Ja. Und beides funktioniert. Mache ich auch aktuell schon. Ich will nur die Gruppe ein bisschen erweitern, okay, damit ich dann im nächsten Jahr so möglichst mit vielen Beispielen arbeiten kann. Dann, ne? Grundvoraussetzung ist aber nur, die Leute müssen das wollen. Und wann geht's los? Hast du da schon ein Datum? Ab November geht es los. Wow. Also schon im Grunde. Das passt ja, das ist ja quasi. Von der Ausstrahlung her passt das ja. Ja, super gut. Ja. Das heißt natürlich auch vor Weihnachten ist man dann eigentlich schon on, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die meisten Leute denken immer hier, ah, jetzt kommt Weihnachten, ich fange nachher an. Aber dann kannst du sagen, dann kommt Karneval. Jetzt kommt der Urlaub, dann geht auch nicht mehr. Und ganz im Gegenteil, ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Weihnachten ist nie der Grund, warum wir zugenommen haben in der Form. Und deswegen, und das machen auch die Top-Leute auch wieder anders, die sagen, ich mache ein Jahr Diät, sondern wir machen dann 4 Wochen oder 8 Wochen, dann kommt Weihnachten ganz normal feiern, auch Silvester nochmal feiern. Ja. Nur dann muss ich möglichst schnell wieder da reinkommen in dieses Thema. Und das ist auch gar nicht mehr so schwer dann. Warte ich auch wieder 2-3 Monate. Merkt ihr doch selber nach Corona, wie schwer das ist, wieder in die Gänge zu kommen. Das heißt, wenn man eine Woche schön gefeiert hat oder im Urlaub gewesen ist, oh super, jetzt habe ich richtig schön gegessen, alle, jetzt kann ich wieder ein bisschen Gas geben dann. Und dann ist man auch nicht mehr so weit vom Sommer entfernt, sage ich, muss immer noch 20 Kilo weg haben, dann sind nur 10 auf einmal. Ja. Na, deswegen nie als so Ausrede nehmen, sagen, nee, nach Weihnachten Gas geben. Sehr. Aber ich muss eben motiviert sein, ne? Sonst lieber warten noch, aber ihr müsst sagen, nee, jetzt kann ich so weitergehen. Ja. Dieser Online-Kurs. Mhm. Wo ist der dann sichtbar? Wo kann man den ersehen? Der heißt diebauchwegformel.de mit Bindestrich dazwischen. Mhm. Und den könnte man eigentlich unabhängig von dir buchen. Kostet 97 Euro, geht über 8 Wochen. Mhm. Nur von Leuten, die jetzt über dieses Video kommen. Da mache ich, wie gesagt, dieses Angebot, dass ich die dann hier mit Telefon und WhatsApp sogar 4 Wochen betreue noch. Wow. Okay. Ja, das ist richtig cool. Ne? Habt ihr richtig zugehört? Und was natürlich auch cool ist, wenn es jetzt im November ja auch losgeht, könnte man es auch dem Liebenden oder der Liebenden, dass man da als Weihnachtsgeschenk das zum Beispiel auch präsentieren könnte. Also notiert euch das, guckt auf diebauchwegformel.de. Genau, wenn jemand Fragen hat, der könnte gehen jetzt kommen wir zu der dritten Sache, was ich immer dann vor Ort machen will, das heißt dann bei mir, Hilden wird schlank. Ja. Und wenn ihr auf die Seite geht, da könnt ihr dann einen Button ausfüllen, beziehungsweise so ein Feld und euch bewerben bei mir. Und ihr müsst dann nur angeben, eben, dass ihr über den Andy kommt und dann weiß ich Bescheid und dann treten wir in Kontakt und das ist auch immer noch unverbindlich und dann kann man mal gucken, was zu euch besser passt dann in der Form und unabhängig, ob das dann jemand macht oder nicht mit mir zusammen oder mit diesem Online-Programm, trotzdem biete ich so 20, 25 Minuten an, wo ich den Leuten so ein bisschen helfe dann. Ne? Müsst aber eben angeben, dass ihr über dieses Video dann gekommen seid, über YouTube. Ne? Ihr Lieben, es hat sich, glaube ich, richtig, richtig gelohnt, hier mal bis zum Ende zuzuhören. Das Geschenk ist natürlich riesengroß. Vielen, vielen, vielen Dank auch für deine ganze Erfahrung, die du so gebündelt hast. Ich habe jetzt schon richtig Bock drauf und nur so für euch mal 97 Euro sollte wirklich jedem wert sein, auch seiner Gesundheit.
Ich finde, das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis top. Ja. Also vielen Dank da auch nochmal. Ihr entscheidet natürlich, wo die Reise hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit Norbert. Und ich bin mir sicher, so wie Norbert hier brennt und ich aber auch brenne für euch, für Norbert, so denke ich mal, kommen wir wirklich besser zu einem tollen Ziel. Denn eins haben wir gelernt, auch nicht nur durch Corona, konnte man auch vorher schon lernen, Gesundheit ist, glaube ich, das höchste Gut und du bist es dir wert. Das ist der Abschluss. Vielen Dank für eure kostbare Zeit. Für deine Zeit, lieber Norbert. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir nochmal sehr. Und dann sage ich mal, bis ganz bald, euer lieber Andreas. Bis bald.